Hallo, ihr lieben Dino-Fans. Willkommen zu Jurassic World hier im Odysseum in Köln. Das ist der Ort, wo ihr lebenden Dinosauriern so nahe kommen könnt wie sonst nirgendwo. Mein Name ist Andreas Wasch, bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Explorado Group. Können Sie uns was zur Ausstellung sagen? Wir haben hier die meines Wissens nach größte und aufwendigste Dinosaurier-Ausstellung hier in Köln, in unserem Odysseum, auf knapp 3000 Quadratmeter Hightech und ein begehbares Theater geschaffen. Wie ist die Idee entstanden? Wir wollen schon seit vielen Jahren eine große Dino-Ausstellung machen. Dinosaurier sind spannend. Wir wollten aber die Jurassic World-Ausstellung haben. Und seit 2017 versuche ich, diese Ausstellung nach Köln zu holen. Und nachdem sie jetzt in London war im letzten Jahr, hat das auch geklappt. Und die Ausstellung ist original von Universal. Universal ist der Lizenzgeber, das stellt die Filme dar, und gebaut hat das eine Firma in Singapur entwickelt, City Neon. Neon heißen sie heute. Die mit dem mir bekannt größten technischen Aufwand sowas machen. Wie läuft so ein Durchlauf ab? Also die Gäste kommen an, da muss man mal ein bisschen durchatmen, geht auf die Fähre, und mit der Fähre fahren wir auf die Insel, Nubu Island, und ab dann geht man durch das große Tor, wie es man auch aus den Filmen kennt, ne, und wird gleich von dem großen Brachiosaurus empfangen, kann in die Ebene blicken daraus und erlebt weitere Szenen aus dem Film, das Labor letztendlich, und man trifft die Trainingsstätte von Blue, von den vier Velociraptoren, da wo sie gehalten werden. Man kann sehen, wie Blue trainiert wird mit seinem Trainer. Das ist ziemlich beeindruckend, finde ich. Man muss sich trauen, an den Käfigen vorbeizugehen, wo die Velociraptoren drin sind. Wir sehen die Fütterung vom Indominus Rex, das ist ziemlich beeindruckend. Die frisst ein halbes Schwein zum Mittagessen. Und zum Schluss begegnet man dem König, dem T-Rex, und das ist, glaube ich, sehr, sehr beeindruckend. Wie lange dauert so ein Durchlauf? Wenn Sie normal durchgehen, eine knappe Stunde. Sie können aber auch an jeder Station länger bleiben. Ist das zeitlich begrenzt oder darf man mehrmals durch die Ausstellung gehen? Na, man darf so lange in der Ausstellung bleiben, wie man will. Man geht nur nicht zurück, um nicht quasi den Besucherfluss zu stören, aber man kann so lange bleiben, wie man will. Was wird da alles geboten an Animatronics und so weiter? Also, wenn man oben anfängt, der Tyrannosaurus, der zum Schluss sehr schnell auf die Besucher zukommt, ist technisch wahnsinnig aufwendig, tonnenschwer. Und wir haben hier wochenlang gebraucht, um das ins Gebäude zu bekommen. Und das ist spektakulär. Der Indominus ist spektakulär, finden wir. Das Training der Velociraptoren ist klasse. So mal ein Training zu erleben, finden, glaube ich, alle ziemlich cool hier. Und es gibt viele, viele Exponate dazwischen, die viel Spaß machen. Aus dem Labor heraus kommen die Baby-Dinos, man trifft die Trainer von denen, man kann sie streicheln, man kann mal sehen, wie sich das anfühlt, wenn so ein Baby-Dino auf dem Arm von einem Betreuer ist. Das ist für die wahrscheinlich das Herzerwärmendste. Wie viele Personen arbeiten jetzt hier bei Ihnen? Also im Aufbau haben 80 Leute ungefähr 4 Wochen aufgebaut. Ne? Fast 30 LKWs, 4 Riesencontainer, und jetzt sind immer mindestens 28 Leute hier während des Betriebs. Also wir haben jetzt über 100 neue Leute eingestellt und im laufenden Betrieb 28, die das betreuen. Also es ist schon sehr aufwendig. Ist das eine Wanderausstellung? Ja, die Ausstellung tourt seit Jahren jetzt durch die Welt. Wir sind, glaube ich, Station Nummer 14 jetzt auf der Welttournee. Bisher haben über 5 Millionen Leute das gesehen schon. Und sie kommt aus London und ist jetzt erstmal hier bei uns in Köln. Morgen ist, glaube ich, der erste Tag. Morgen ist der erste Tag. Ist schon fast ausverkauft. Ne? Wir sind ja erst Ende Januar in den Verkauf gegangen und haben heute Morgen 90.000 Tickets die Linie überschritten. Also 2 Fußballstadien voll. Das ist für uns unglaublich. Das habe ich noch nie erlebt im Vorverkauf einer Ausstellung. Wie sind Sie zu den Dinos gekommen? Ja, wir machen Besucherattraktionen. Wir wissen, dass wir Familien mit Kindern unterhalten wollen. Und da ist dieses Produkt eben das Tollste und Aufwendigste, was es gibt. Ich versuche seit Jahren im Grunde mit dem Lizenzgeber, die zu überzeugen, hier nach Köln zu kommen. Wer sind Sie und was ist Ihre Aufgabe? Ich bin Andreas Wasch, bin Gründer, Geschäftsführer, Inhaber von der Explorado Group und mache seit 30 Jahren Ausstellungen, Filmausstellungen und das Museum mit der Maus hier und viele andere Ausstellungen. Also das ist mein Job und mein Leben. Sind Sie auch in Freizeitparks unterwegs? Wir haben ab und zu mal damit zu tun, mit Kooperationen, weil wir eigene Dinge entwickeln. Wir haben so ein Trickfilmstudio entwickelt und haben das an verschiedene Kollegen verkauft. Aber wir machen eigentlich Kindermuseen und Science Center und solche großen Filmausstellungen. Wie viel Material wurde da verbaut?
ich glaube, 30 Trucks, 40 Tonner und 4 riesengroße 40-Fuß-Container, diese High Cubes. Also das haben wir noch nie gesehen bei einer Ausstellung. Was ist da so für Material verbaut worden? Das Schwerste und Größte sind die Animatronics, also die großen Dino-Figuren, die kompletten Kulissen, die Sets. Wir sind ja komplett, wir haben ja hier den ganzen Dschungel nachgebaut. Man kann diese Gyrospheres, also die Fahrgeschäfte da aus dem Jurassic World, da sind mehrere hier. Die Fahrzeuge, die ganze Kulisse, das Ton, Licht und die ganze Steuerungstechnik. Also ich kenne keine Ausstellung, die einen größeren Aufwand betreibt. Von wann bis wann geht die Ausstellung? Wir haben ab morgen auf, also zum Beginn der Osterferien hier. Und wir haben es heute ankündigen dürfen, wir dürfen noch bis zum Ende der Sommerferien hier sein. Wie kommt man am besten her? Man kann uns erreichen mit Auto, wir haben Tiefgarage, wir haben die Bahnanschlüsse hier, Deutz und Hauptbahnhof. Man kann uns also mit Bahn, Bus und auch ÖPNV hier gut erreichen. Wie hoch sind so die Eintrittspreise? Wir fangen bei 23 Euro an. Wir haben unter der Woche einen geringeren Preis als am Wochenende. Gibt es auch Führungen? Führungen gibt es noch nicht, aber wir sind ja betreut in der Ausstellung. Also in der Ausstellung sind überall Ranger, die jede einzelne Station betreuen und die das erklären. Warum haben Sie den Standort Köln gewählt? Naja, ich bin parteiisch, weil ich das Gebäude hier mal geplant habe. Wir haben es mal übernommen von der Stiftung. Und wir haben den Anspruch, hier immer die Deutschlandpremieren für die großen Filmausstellungen zu machen. Und das ist uns auch schon oft gelungen. Für alle, die es nicht wissen, was ist Jurassic World? Jurassic World ist der Ort, wo man lebenden Dinosauriern so nahe kommen kann wie sonst nirgendwo. Und das Ganze lehnt sich ja auch an den Film an, ne? Ja. Also es ist letztendlich ja die, wenn man so will, viele der Highlights aus 30 Jahren dieses Films. Letztendlich ist alles original, nachgebaut, Kulissen und Szenen aus dem Film. Und leben Sie das auch, was Sie tun? Ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Mein ganzes Leben lang habe ich immer solche Dinge getan. Und wie holen Sie sich Ideen? Sind die alle in Ihrem Kopf oder besuchen Sie auch andere Städten, um irgendwie da irgendwie was zu sammeln? Ja, sowohl als auch. Wir haben selber ein großes Kreativteam. Wir entwickeln selber Dinge, Ausstellungen, Escape Rooms und so weiter. Aber ich bin auch viel unterwegs, Kollegen sind viel unterwegs. Wir sind vernetzt und die großen Ausstellungen, die kennen wir und wir schauen uns die auch immer überall an. Wie wird so eine Ausstellung geplant? Jahre im Voraus. Leider normalerweise arbeitet man 2 Jahre im Vorfeld damit. Diesmal ist es sehr schnell gegangen, weil es in London war und wir wieder nach Covid im Grunde wieder neu anfangen. Aber in der Regel hat sowas 2 Jahre Vorlauf. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird sowas geplant? Wenn wir selber Ausstellungen bauen, fangen wir bei der Lizenz an. Wir haben ja hier das Museum mit der Maus zum Beispiel. Das sind lange Lizenzverhandlungen mit dem Lizenzgeber. Dann gibt es Entwürfe, dann gibt es irgendwann eine Ausführungsplanung und dann wird gebaut und dann betrieben. Bei Jurassic World haben wir es nicht gebaut, sondern nur adaptiert in Deutschland, die Sprachen überall ersetzt und dann sind wir eben der örtliche Veranstalter. Jetzt zu eurer Internetseite. Wie bucht man am besten und wie ist der Name eurer Webseite? Also am einfachsten über odysseum.de, das ist die Seite des Museums, also odysseum.de oder direkt bei Ticketmaster und von der Seite wird man direkt zu Ticketmaster verlinkt. Wir machen das mit Ticketmaster, weil wir wollen, dass die Familien, wenn sie einen Zeitslot buchen, sich auch darauf verlassen können, dass das so funktioniert. Gibt es auch Gruppenangebote? Ja, die gibt es auch. Ja. Also am besten einfach mal die Internetseite besuchen. Odysseum.de angucken und ab da ist alles beschrieben. Wenn ihr uns besuchen wollt, kommt zu uns, geht auf die Webseite odysseum.de und ab da findet ihr alle Informationen und könnt auch die Karten kaufen.